Ohio, Catties! Schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer Folge vom realen Irrsinn. Ja, heute mal eine nicht vorgeschlagene Folge, sondern eine, die ich selbst gefunden habe und die mir vom Bild her sehr interessant vorkam, auch vom Titel her. Und ich dachte mir, wir hatten es bisher ja in den letzten Folgen alles mit Zäunen und so, dann passt das gut dazu. Und deswegen reacten wir die jetzt zusammen und schauen uns an, was es damit aufhört. Das Ganze geht aus der Nähe von der Heimat von unserem Kistenkater, wo er herkam, aus Düsseldorf. Und zwar gibt es da ein Gelände und das ist nicht nur einmal eingezäunt, nein, das haben sie sogar zweimal eingezäunt. Und wenn ich das Thumbnail richtig verstanden habe, haben sie die Zäune nicht so meterweise auseinandergebaut. Nein, die sind nur so ganz nah, so. Also völlig unsinnig. Gut, wir gucken uns das an. Also das Bild, was ich jetzt hier sehe, ist der Fluss. Ich denke mal, das ist der Rhein. Also durch Düsseldorf fließt natürlich der Rhein, klar. Aber es kann natürlich auch sein, dass das ein See ist und den kenne ich nicht. Aber es sieht mir aus, es geht eine Brücke rüber. Also es könnte der Rhein sein, genau. Wir gehen mal rüber. So, genau. Da seht ihr es auch. Genau. Gut. Schauen wir uns mal an, was es mit dem doppelten eingezäunten Gelände in Düsseldorf zu tun hat. Schön ist es am Rhein. Aber auch gefährlich. Man kann ja in den Rhein reinplumpsen. Genau. Ich sag mal so, kleine Kinder, Hunde und alte Menschen. Denen könnte man das eventuell unter gewissen Umständen zutrauen, dass denen das passiert. Aber nur denen. Ach ja, gut. Besoffene natürlich auch noch. Ja, genau. Aber sonst ist der Weg eigentlich sehr breit. Ich wage zu bezweifeln, dass da jemand so nah von sich aus hintorkelt oder hinläuft, ohne dass er mit Absicht da rein möchte. Und wie ich sagte, es ist der Rhein. Genau, wir haben ja jetzt ja gehört. Deshalb hat die Stadt Düsseldorf am Robert-Lehr-Ufer einen Zaun gebaut. Über 400 Meter für 80.000 Euro. 400 Meter, 80.000 Euro, rechnen wir mal aus, macht 200 Euro pro Meter. Ist der Zaun aus Gold? Also ich sehe den jetzt nicht, es könnte natürlich Weißgold sein, dann würde es passen, aber nö. Nö. Mhm. Abgesehen mal davon, haben sie da eine Lücke wenigstens gelassen, dass die Leute auf die Köln-Düsseldorfer Schiffe kommen können? Man fragt ja nur. Nur leider fand die Versicherung der Stadt den Zaun nicht sicher genug. Da hatte die Stadt eine grandiose Idee. Moment. Die Versicherung der Stadt Düsseldorf fand den Zaun für nicht sicher genug. Ja, ich weiß, das ist hier nicht anders am Main. Da ist es früher auch an einigen Stellen schöner, als es heute ist. Aber ich will jetzt mal nur so fragen, also so laienhaft, weil ich kenne mich natürlich damit nicht aus. Aber wäre es nicht sinniger, bevor man einen Zaun baut, dass man der Versicherung das vorlegt und die Versicherung vorher abnehmen kann, ob das sicher oder unsicher ist? Nur so als Laie gefragt. Aber gut, die Stadt Düsseldorf hatte natürlich eine tolle Idee. Soll ich euch die Idee sagen? Ich weiß sie schon. Sie haben einen zweiten Zaun gebaut, damit der erste sicherer ist. Sie baute davor einfach einen zweiten Zaun. Habe ich euch nicht gesagt? Und guckt, wie ich gesagt habe, das sind nicht mal ein Meter. 40 Zentimeter, 50 Zentimeter, mehr werden das nicht sein. Die Düsseldorfer sind begeistert. Absolut doppelt gemoppelt. Voll idiotisch. Das kann man doch nicht sagen. Man kann doch nicht einfach sagen, dass die Stadtverwaltung voll idiotisch ist. Selbst wenn es der Wahrheit entspricht. Man versteht es gar nicht so richtig. Ich dachte jetzt anfänglich, hier hätte jemand was abgestellt, um es dann weiter zu verbauen. So wie ein Zwischenlager. Nein. Das ist, ich kann euch sagen, was das ist. Das ist Hicke, das ist Vorbereitung für die Tour de France, die vielleicht irgendwann mal so in wer weiß wie vielen Jahren, vielleicht in einer externen, Etappe da vorbeikommt. Da haben sie schon mal den Zaun hingestellt, da müssen sie den später nicht hinstellen. Für die Zuschauer. Die können sich dann dazwischen drängen.
Aber nein, das ist nicht das Zaun-Zwischenlager von Düsseldorf. Das ist das nagelneue Fort Knox vom Rheinufer. Ja, genau. Und Fort Knox vom Rheinufer. Wenn es wenigstens Fort Knox wäre, dann würden sie da wenigstens Goldbarren schützen. Aber so schützen sie gar nichts. Außer das, was unser Kistenkater gerade geschrieben hat. Das passt wunderbar. D-Dorf. Düsseldorf. Dummdorf. So hat man das früher gesagt. Passt. Passt. Also es ist eigentlich komplett schwachsinnig, weil man kommt super easy hier drüber, einfach drüber. Und schon ist man hier zwischen und dann geht man einfach hier durch. Ja, und schon ist man am Ufer. Also ja, und jetzt könntest du reinfallen. Du könntest jetzt da reinfallen und ertrinken. Das macht man nicht, das ist ganz, ganz böse. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Natürlich macht das Sinn, vor den Zaun mit einer Höhe von 1,30 Meter noch einen weiteren Zaun mit einer Höhe von 1,10 Meter zu bauen. Ja, sehr schlau, vor allen Dingen entweder passen die Kinder drüber oder drunter oder zwischendurch, sieht man ja da. Das regt zum Nachdenken an. Die Bürger von Düsseldorf beschäftigen sich mit ihrem Doppelzaun. Ich habe ehrlich persönlicherweise gedacht, das wäre noch irgendein Überbleibsel von irgendeiner Absperrung, aber das Ganze so hinzustellen, und das ist ja auch beweglich, also von daher macht das für mich aus logischem Menschenverstand keinen Sinn. Logischer Menschenverstand streichen. Es ist was Politisches und Politiker haben keinen logischen Menschenverstand. Wenn Politiker logisch menschenverständlich denken würden, würden sie nicht solchen Unsinn machen, wie sie machen. Geht doch nicht um logischen Menschenverstand. Der erste Zaun lädt zum Überklettern ein, wegen der Querstreben. Aha, und der zweite Zaun nicht wegen der Längsstreben oder was? Gut, gucken wir mal. Ich glaube genau, das kommt jetzt gleich. Der zweite Zaun nicht, denn, so schreibt die Stadt Düsseldorf, der Verlauf der Füllstäbe ist senkrecht. Wow, hey, wäre es eigentlich einfacher, ein paar senkrechte Stäben in den ersten Zaun einzubearbeiten? Ich meine nur so. Klar, da kommt keiner rüber. Und die Stadt Düsseldorf ist rundum Haftpflicht versichert. Und niemand... Hallo? Was machen Sie denn da? Das gibt's ja wohl nicht. Also, eigentlich funktioniert's. Nee, es funktioniert nicht, es wird nie funktionieren und es hat auch noch nie funktioniert. Funktioniert auch nicht. Ich war letztes Mal mit Bekannten hier und da haben wir das gesehen, wie da ein Kind runterher gekrabbelt ist. Die Mutter hat es also gerade noch geschafft. Das suggeriert eine Sicherheit, die nicht da ist. Ja gut, aber wenn die Versicherung sagt, der Doppelzaun ist sicher, ist die Stadt sicher, dass sie nicht zahlen muss, wenn er doch nicht sicher ist. Ja, darum geht es nämlich einzig und allein, dass die Stadt nicht bezahlen muss, wenn doch was passiert. Aber ob das sinnig ist oder unsinnig, ich garantiere euch, sollte da wirklich mal etwas passieren, wenn nicht schon was passiert ist, ja, die Folge ist ja 2 Jahre alt, wenn sich das nicht geändert hat und es ist was passiert, dann hat die Stadt Düsseldorf bezahlt, weil mit Sicherheit jeder Richter sagt, ihr habt doch nicht mal eine Tasse im Schrank. Das ist so unsinnig. Da kann man weder mit gesundem noch mit ungesundem Menschenverstand rangehen. Das ist so, so denkt kein Mensch. So denken nur Politiker. Die geben, wenn sie gewählt werden, ihr hingeht, ihr Gehirn irgendwo ab und kriegen da oben irgendein Rechending eingebaut, was möglichst so rechnet, dass man möglichst viel Geld in die eigene Tasche wirtschaften kann. Das ist es, ganz einfach. So ist das, genau. Sorry, wenn ich jetzt einigen Politikern auf die Füße getreten bin, vielleicht mit der Aussage, aber es ist leider so. So kommt es rüber. Wenn man eure politischen Aussagen hört, da fragt man sich, hallo, ja, und dann wundert ihr euch, dass kein Mensch mehr zur Wahl geht oder nur noch unsinnige Sachen gewählt werden, sowas wie die blaue Partei. Nee, muss nicht sein. Ganz ehrlich, nee. So. Was hat der Kissinger geschrieben? Papa und ich waren früher oft in Düsseldorf, sind mit den Rädern von Viersen aus hingefahren, den Rhein dann entlang über eine Brücke, andere Seite zurück mit dem Zug heim, weil ich nicht mehr konnte. Da war ich 10 oder so. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bin auch früher sehr, sehr viel am Main oder an der Nidderlang gefahren und so. Würde ich heute auch gerne mal wieder machen. Also können wir, wenn dein Fahrrad endlich mal repariert ist, müssen wir endlich mal machen. Aber wir kamen die letzten Mal ja nicht dazu. Letztes Mal wären wir dazu gekommen. Aber da haben sie ja gefeiert. Genau. Rollschuhfahren am Rhein.
Kann ich mir gut schön vorstellen. Also wenn ich das so gesehen habe, zumindest das, was sie da gezeigt haben, so das Stück, da kann ich mir das gut vorstellen, ja? Geht hier am Main ja auch. Weißt du ja, haben wir ja schon gesehen. Genau. Gut. Aber ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr Anregungen, Kritik, Vorschläge habt, was wir reagieren könnten mal, muss nicht unbedingt realer Irrsinn sein. Kann auch mal eine Folge von irgendwas anderem sein, was aber reagiert werden darf, wohlgemerkt. Könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich reagiere da drauf. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, wäre es schön, wenn ihr am einfachsten Falle ein Like da lasst. Im etwas höheren Falle wäre es schön, wenn ihr ein Abo da lasst. Und wenn ihr ganz weit gehen wollt, dann geht ihr unten in die Videobeschreibung. Da steht ein Link, da steht davor Twitch. Da klickt ihr drauf und dann landet ihr auf Twitch. Da tue ich mindestens einmal die Woche streamen. Da könnt ihr mir folgen und könnt da auch unterstützen. Genau. So. Wenn ihr das Originalvideo mal sehen wollt, ohne dass ich was dazu sage, ist das unten in der Videobeschreibung verlinkt. Draufklicken, hingehen, was machen, was ich gerade auch gemacht habe. Die Kollegen da freuen sich auch. Ja, und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Restfeiertag, weil das Ganze hier ist am Frohleichnam aufgenommen worden, falls ihr euch wundert. Ihr seht das natürlich auf YouTube etwas später. Ansonsten, schönes Wochenende, schöne Woche, wann auch immer ihr das seht. Schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend. Lasst euch alles schmecken, was ihr über den Tag hin essen wollt oder schon gegessen habt. Und wir sehen uns wieder. Bis dahin sagt euch Tschüss, eure Josie.